großartige Leistung übrigens schon in den Halbfinals. Felicia George, Sally Pearson vor allen Dingen, die Australierin. Und die kam extrem gut aus den Blöcken. Ehemalige Kunstturnerin. Und schauen Sie sich das an, wie die über die Hürden geht. Sally Pearson aus Australien, Weltmeisterin von Daegu vor zwei Amerikanerinnen. Danielle Caruthers mit 12,47. Die Silbermedaille und Bronze geht an Dawn Harper aus den Vereinigten Staaten. 12,28, viertbeste Zeit überhaupt, australischer Rekord natürlich. Und selten gab es eine solche Dominanz über die 100 Meter bei den Frauen wie heute in Daegu. Sicherlich neben den 200 Metern und dem Rennen von Usain Bolt das Highlight des heutigen Tages. Glückwunsch nach Australien, in diese total sportbegeisterte Nation. Und Sally Pearson hatte mit 12,36 schon im Halbfinale eine fantastische Zeit hingelegt. Auf dem Punkt fit, vor allen Dingen auch für das Highlight, ihr Finale über die 100 Meter Hürden.